Ja, Henny. Ich glaube, die richtigen Nintendo- oder Mario-Fans, die wünschen sich das alle. Also so ein richtiges Double Dash. Man muss ja nicht sagen, dass das Spiel nur Double Dash ist, sondern man kann Einzel fahren, man kann Double Dash fahren, man kann. Wobei, mit dem Motorrad kann man auch. Also mit den Karts einzeln Double Dash und mit den Motorrädern, mit den Bikes kann man einzeln oder Double Dash, dass man sich das einfach aussuchen kann. Ich fand Double Dash viel besser. Also nicht nur als Double Dash. Damit kannst du nichts falsch machen. Aber halt als Option zu sagen, okay, wir fahren die Strecken als Double Dash. Und das als Online-Funktion konnte man damals ja nicht. Man konnte zwar Double Dash spielen, also ne, mit beiden Fahrern, mit beiden Spielern. Einer musste dann fahren und der andere hat da die ganzen Items gemanagt. Wenn man das dann auch online spielen könnte. Das Charakterpaar, spezielle Items hatten. Also in Kombination wahrscheinlich. Wenn die ein neues Double Dash machen, dann wird das das beste Spiel. Wenn das den gleichen Look hat wie Mario Kart 8 und das mit Double Dash, da warte ich drauf. Ich warte auf Double Dash, ich warte auf neues Mario Strikers. Ich weiß nicht, ob die irgendwann mal ein Sunshine 2 rausbringen, weiß ich nicht. Viele sagen auch Galaxy 3. Aber Double Dash. Wann kam das raus? 2002? Also man könnte langsam tatsächlich ein Update machen. Double Dash. 2003. Das wurde im November 2003 von Nintendo veröffentlicht. Aber nur in der Kombination mit Yoshi und Birdo. Ja, da gab es noch diese komische Piranha-Pflanze. Das war auch ganz witzig. Es wäre geil, wenn sie bei Odyssey 2 Level im Weltraum wie Galaxy-Steuerung machen. Ach, Odyssey 2, aber oh, das war nochmal. Die konzentrieren sich jetzt auf jeden Fall auf die neuen Titel, auf Odyssey, auf Breath of the Wild. Ich weiß nicht, vielleicht werden die zuerst mal die alten Teile remastern, die nochmal rausbringen, um danach vielleicht den nächsten Teil zu machen. Was es hier bei Mario Kart Tour gibt auf dem Handy zum Beispiel, dass jeder Fahrer seine eigene Strecke hat. Das bedeutet, dass jetzt Mario auf seiner Mario-Piste, dass er da auf jeden Fall Vorteile hat. Wäre auch eine Möglichkeit, das dann so umzusetzen. Ja, Mario Sunshine 2002. Sunshine kam vor Double Dash. Killer! Ich hatte viele Pokémon für dich. Jetzt bin ich mal gespannt, was du alles dabei hast. Ich habe momentan 300 35 Pokémon oder so. Und ganz ehrlich, es gibt Pokémon. Die kann ich, die kriege ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich habe aber die machbaren habe ich schon geschafft. Ich glaube 350, 360 sind auf jeden Fall sehr gut drin. Werde ich die Woche noch weitermachen. Ja, dann gucken wir. Pokémon würde ich Samstag machen, war das, glaube ich. Ja, Pokémon ist Samstag. Samstag oder Sonntag, muss ich gucken. Ich sag mal, Samstag kann auch vielleicht auf den Sonntag fallen. Dann können wir wieder ein bisschen länger Pokémon spielen. Und hier gibt es ein neues Level. Oh, ich habe die Kühe ja noch nicht geschlossen. Lunala, ich weiß nicht, ob ich das habe. Also alles, was du nicht benötigst, einfach in die Königskiste und dann
Kannst du mir das rüberschicken? So einzelne Pokémon, die ich selber nicht finden kann, die brauche ich dann. Die muss man mir dann rüberschicken. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Pokémon. Da muss man, glaube ich... Die kriegt man, glaube ich, auch noch per Tausch oder so. So, ich muss mal wieder rüber switchen hier. Noch eine Stunde. Ja, hier auf hier. Ach, jetzt habe ich das Ding nicht gestartet. Jetzt habe ich den Timer hier nicht. Wobei. Müsste eigentlich funktionieren, wenn ich das aufmache. Eine Stunde noch, ja. Da kommt euch die Quarantäne richtig gelegen, ne? Die dachten sich so, die ganze Welt ist in Quarantäne, die dürfen sich alle nicht bewegen, die müssen alle zu Hause bleiben. Wir hauen jetzt das Update raus. Raus damit. Oh, okay. Hold your jump button and don't move at the start. It's easier than way. That way. Das ist auch etwas schwerer. Das kenne ich von irgendwo. Das kenne ich von irgendwo. Bam, 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 bam. Ah, weil man dann so besser hochkommt. Mal gespannt, wie lange das hier dauert. Muss wahrscheinlich alle kaputt machen. Ja, schieß doch mal bitte. Komm, ich will den vorne hier haben. Okay, Mittelteil habe ich schon mal. Ein Kanonenschiff. Habe ich irgendwann mal schon gesehen. Oh, was ist jetzt? Das ist, glaube ich, besser, ne? Das ist besser. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist. Ich dachte, da geht's weiter. Okay, das heißt Checkpoint und dann geht's da weiter. Ah, ich habe es wieder nicht verstanden. Hier muss man rein. Ich muss mich natürlich bewegen. Alles klar. Und hier der Boss. Ach, muss ich jetzt immer nach links oder rechts oder was? Man könnte natürlich hier Damage nehmen, um die fertig zu machen. Nein, es geht weiter. Oh nein. Okay, ich werde, glaube ich, dann nie wieder hochkommen. Ah, das ist richtig angenehm. Diesmal nicht so viele Gegner und... Wow, nice. Auch hier verstehe ich nicht, wieso das so wenig geschafft haben. GG, danke.
Wie viel waren das jetzt? 5%? 6. Auch wieder eine nice Idee. Gute und faire Checkpoints gesetzt. Was soll man sagen? Auch ein nicht allzu schwerer Gegner. Wow. Aber ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dein Level war. Aber das habe ich irgendwie irgendwo mal gesehen in der Vergangenheit. Es kann sein, dass ich einfach Glück hatte am Anfang. OPLP 1, danke für dein Level. Kann sein, dass ich am Anfang einfach Glück hatte. Der Rote war ja wesentlich einfacher. Da musste man einfach nur dranbleiben. Na, 4 Minuten war das. Don't play this trash. Ja, wenn es Trash ist, werde ich das nicht werten. Ganz einfach. Müll gehörte nicht in diesen Stream. D4G. Okay, wir warnt uns schon, dass man das am besten nicht spielen sollte. Es gibt keine Beschreibung. Ein Wahnsinniger hat es geschafft. Aber noch von nur 180 Versuchen. Das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da 100.000 Leute haben, die es nicht geschafft haben. Ich hoffe, das ist nicht irreführend. Ich habe auch mal ein Level gespielt, das sich selber gelöscht hat danach. Das war auch sehr nice. War aber ein sehr, sehr gutes Level. Ich glaube, der ist einfach nur links eingesperrt. Aber es gibt fairerweise 3 Herzchen hier. Herzchen, 3 Pilze. Hier ist auch wieder die Technik wichtig. Nein, ich habe gezögert. Ich verdammter Vollpfosten. Okay, ich weiß, wie das geht. Ich komme auf jeden Fall in die Tür. Ach, wie schlecht. Da hätte man doch was verstecken können. Jui! Oh, da oben ist ein Checkpoint. Das ist schon mal nice. Ah, okay, ich muss den Kamek töten. Kamek, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Als ob. Wieso musst du. Achso, okay, es sind 2. Das sind 2 verschiedene. Warte mal. Töte mich nochmal. Kann man das nicht auf Anhieb? Ja, das sah so gut aus. Und dann müssen die unten 2-mal. Wie kommt er eigentlich da runter? Wie macht er das? Bam, bam.
Ja, das ist ja. Es hat so gut funktioniert. Und dann sowas. Ich bleib mal hier so stehen, da kommt der links. Okay, der Anfang ist eigentlich easy, wenn man weiß, hier hin, dann bleibt man hier stehen. Dann spawnt er links. Okay, ich war nicht richtig. Okay, die Challenge ist eigentlich, da durch die Tür zu kommen. Okay, nice. Seit wann gibt's Fische hier jetzt? Seit wann gibt's Fische? Okay, das. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Hallo King Bruce, wie geht's? Wegen Kamek? Achso, er hat den gespawnt. Okay, jetzt muss man sich. Guten Abend, Bruce. Mir geht's fantastisch. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Hau den weg, hau. Warte mal, da oben ist doch ein. Wo war jetzt der Pilz? Wo war der Pilz jetzt? Hier unten? Oder hat er den Pilz gespawnt? Da ist mir einfach zu viel los, verdammt. Ich darf den zweiten Kettenhund nicht spawnen, weil... Ich rechne mir alles aus. Und dann sowas. Genau in dem Moment... Das kannst du niemand erzählen. Auf von Kamek. Ja, dann soll er mal ein paar Pilze machen, verdammt. So, schnell hier hin. Dann spawnt er links. Zack. Ich muss nur einfach gucken, dass ich den noch ein zweites Mal kontrolliert bekomme, dass er irgendwo spawnt, wo ich hin kann. Aber ich gehe einfach beim zweiten Mal gehe ich nach links. Du gehst nach unten, ich gehe nach oben. Zack. Oh, da war ich ein bisschen schneller, mein Herr. Okay, was ist hier das Ziel, verdammt? Checkpoint. Dir geht's auch gut? Ja, mir geht's nicht gut. So, das macht das ganze Level kaputt. Das macht doch das ganze Level jetzt kaputt. Ein Softlock? Ich möchte eine Erklärung. Ich dachte, hier gibt's was umsonst. Er hat Kopfschmerzen. Ja.
Habe ich mir eben angeguckt, sogar im Livestream. Jetzt. Ich habe drauf reacted. Ich weiß nicht, ob es hier einen anderen Weg gibt. Ich habe keine Ahnung. Das ist. Guck mal, schon sagt er nichts. Schon sagt er hier nichts. Ja, aber das ist doch kacke. Das sah doch sehr gut aus und alles. Hier gute Jumps. Das lässt sich alles sehr gut spielen. Und auch der Kampf mit Kamek ist okay. Ist ein bisschen voll, aber kann man schaffen, wenn man weiß, wie er sich bewegt. Und dann wirst du dafür eingesperrt. Das ist doch kacke. Ich weiß noch nicht mal, ob das hier der richtige Weg ist. Aber wenn hier ein Checkpoint ist. Du Vollpfosten, geh einfach runter da. Wieso geht's mir nicht gut? Ja, weil ich dieses Level hier spielen muss. Na, was heißt spielen muss? Also das hat richtig gut angefangen und jetzt... Ich war richtig begeistert, auch vom Kampf und alles. Das ist ja nicht schlecht. Und dann sowas. Und jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Och, Chat... Okay, man darf hier nicht Chat lesen. Also Kritikpunkt an dem Softlock. Nicht, dass du hier was... Ich trau deinen Pfeilen hier nicht mehr. Wer weiß, was es da oben noch gibt oder auf der rechten Seite. Weiß man ja nicht. Mann. Geht der nach unten auch? Beim zweiten Mal geht er nach unten. Ah, ich hätte nach rechts gemusst. Also allgemein geht es mir gut, aber das Level ist jetzt... das stresst mich, dass ich das jetzt nochmal machen muss. Guck mal, der ist wieder weggeglitscht. Nein, ich hätte einmal springen müssen. Einmal ganz kurz springen. Aber du hast ja selber gesagt, don't play this trash level. Also. Kamek, wo bist du? Ey, unfassbar. Die feuern die ganze Zeit. So, bin ich hier überhaupt richtig? Was muss ich jetzt hier machen? Mach mich nicht fertig. Okay, da gibt's so nichts. Ba. Aber schön, dich wiederzusehen. Okay, ja, das gibt's manchmal. Schön, dass du vorbeischaust. Ich find's nice, dass es Zuschauer gibt, die überall so ein bisschen reinschauen. Ich möchte von dir, von OPLP1, jetzt wissen, wo ich hin muss, weil das ist ein Troll. Muss ich nach oben? Es kann auch sein, dass ich hier komplett falsch bin. Weil bei der Lava habe ich jetzt nicht so viel Zeit zum Experimentieren. Ach, Stampfer. Ah, okay, dann habe ich mich vertan. Ich hatte das verwechselt. Also muss ich groß sein und dann muss ich da eine Stampfattacke machen. Das hier, hier. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich weiß, dass man da durch kann. Das ist sicherlich das Ende. Also ich bleibe hier oben. Geduckt. Und dann lasse ich mich töten.
Okay, ich wusste nicht, dass er direkt anfängt zu feuern. Ab nach oben. Boah, die schießen die Gang. Ja, zum Glück habe ich mich noch gerettet. Bin ich denn noch mal groß geworden? Ach hier, ne? Beim zweiten Block von links. Ach so, weil hier das Ende ist. Was soll ich davon halten? Anfang sehr gut. Kampf sehr gut. Und dann hast du eigentlich, auch wenn ich da die Stampfattacke gemacht hätte im Softlock, da wäre ich ja nicht da gelandet. Geschafft. Weißt du, was ich mache? Ich ja, wenn ich fies mache, ist schon fies, ne? Kann ich dir ein Herzchen geben und fies? War das eigentlich ein gutes Level, aber da, das Ende war fies. Kriegst ein Herzchen und fies, ja? Die meisten haben wahrscheinlich fast geschafft, weil die zum Schluss nicht wussten, was sie zu tun haben. Weil ein Bu würde ich nicht geben, weil ein Bu war das ja nicht. Komm, kriegst ein Fies. Aber ein Herzchen. Weil bis zum Schluss hat es sich ja richtig gut gespielt. Und dann einfach den König einsperren. Wo sind wir denn hier? Auch hier, auch diese Passage mit dem Hochspringen. So schlimm war das nicht. Mach immer dieser Sound hier. Wir haben, glaube ich, jetzt. Oh, wir haben 131 Siege. Dreiviertel Stunde. Wir haben eine Schulstunde. Haben wir noch Zeit bis zum Update? Hat noch jemand Level für mich? Du hast keine Level, oder Bruce? Oder hast du auch was gemacht? Komm jetzt mittlerweile durcheinander, wer Level baut und wer keine Level baut. So, Killer ist Pokémon, das ist dann Samstag. Wann kommt das Update denn? Also um wie viel Uhr? Mitternacht, wie es aussieht. Hast du mal ein Card-Level gespielt? Und schick's rein, dann kann ich das sagen. Weil sollte ich das gespielt haben, kann ich dich entfernen und dann ist gut. Also dein Level. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Kann ich dir mein Profil einsenden und du suchst dir was aus? Ja, du hast ja nur noch zwei Level. Zwei oder drei. Das musst du ja gar nicht machen, ich hab dich ja hier. Ach, du bist wieder auf Zack hier. Ich hab dich ja hier. Der König. Gumba Express. Sonst hau ich mir noch hier dann der letzten Level rein. Ohne, wobei, du hast jetzt eins reingeschickt. Jetzt.
Das mit dem Auto? Streamst du morgen? Ja, wenn ich nach Mitternacht streame, streame ich auch morgen. Aber morgen streame ich nicht. Also nicht Mittwoch um 19 Uhr. Na. Nee, jetzt hast du was eingeschickt. Jetzt hast du was eingeschickt. Können wir mal einmal sagen, wieso die Zeit hier noch weiterläuft? Next Level. Das ist mein Profilcode. Okay. Nicht hochgeladene Level. Leute, spielt meine Level. Ich habe einfach mal 3 Level gemacht. Sommer 2019. Ja. Ja, dann gehe ich mal von oben nach unten, ne? Und es hat. Go up, down, left and right. Das ist ein Speedrun-Level, ne? Ice cold and super fast, go up, down, left and right. Auch wenn es unter 1% ist, ist es, glaube ich, machbarer, als die Leute denken. Ja gut, dann mache ich die anderen und dann mache ich das Schwede. Let's go, Goomba Express. Ja, aber du hast ja, glaube ich, heute gesehen, dieses Speedrun-Level oder so, ne? Mit den getimten Jumps, das liegt mir mehr als jetzt irgendwie andere Sachen. Kannst du machen. Wir müssen ja bis Mitternacht müssen wir die Zeit hier herumkriegen. Aha. Da gibt es nichts. Komme ich von hier nach da? Auch man sieht aber hier, das ist ja. Verdammt. Man sieht hier, dass die Lokomotive hier. Und rein da. Also OPLP, du darfst ein Level einsenden. Ich weiß nicht, ob ich das. Okay, gleiche Geschichte hier. Okay. Und jetzt kann man hier rein. Goldgräber 5 Grad. Ich glaube, ich habe. Habe ich 5 gespielt? Ich kann aber hier nicht rein. Ich habe einige Goldgräber-Level von dir gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich Teil 5 gespielt habe. Oh, kann ich nicht einfach nach oben? Nein! Mich wundert, dass niemand einen Clip erstellt hat, was hier alles so passiert. Pilz nehmen und dann geht's weiter hier. Ja? Ah, ist ja klar. Geschicklichkeitsübung. Nein! Wow, oh, okay. Boah, das ist mir hier zu heftig. Weg mit denen. Boah, auch sehr gute Elemente drin. Nice Funktion hier. Kann sein, hat man es gelöscht gehabt, das mit dem Auto.
Da sagt doch einer direkt, dass hier ein Pilz drin ist. Ach, das muss ich jetzt auch noch machen, oder was? Ich glaube, da... Ach, jetzt muss ich... Okay. Fand ich sehr gut. Von der Idee her. Es verschlägt mir hier die Sprache, wie es aussieht. Okay, das ist nice. Ich hoffe, ich brauche die nicht. Okay, jetzt muss man das natürlich gut abschätzen. Ach, hier muss man stehen. Gibt es hier überhaupt Checkpoints in einem Level oder was ist hier los? Für mein erstes Level bin ich auch ganz schön stolz drauf. Das ist ein echt gutes Level. Ich dachte, man spaziert jetzt einfach von links nach rechts. Bis es so ein Spaßlevel ist und hier sogar ein Checkpoint. Auch ein gut gesetztes Checkpoint. Oder gut gesetzter Checkpoint. Warte auf das Update. Also alle warten auf das Update. So, jede Abteilung hat eine andere Challenge. Und weiter geht's. Ich wollte sagen, bis der Boss kommt. Und da haben wir den. Oh, das war knapp. Mein Herr, das war knapp. Okay, das war ein Fehler. Ja, es kann sein, dass irgendwo Geheimnisse sind. Ah. Man hätte das natürlich auch so machen können, dass man das nur schafft, indem man die Dinger hier aktiviert hat. Okay, hier würde ich runterfallen. Ist bestimmt irgendwo ein Geheimnis. Will ich noch mal alles von vorne machen. Ich bin reich. Ja, damit. Ah, das gehört mir. Okay. Ja, leider kann man keine Geheimnisse oben machen. Muss hier besser aufpassen. Dafür sind die Lücken zu klein. Ja, aber es wäre nice, wenn die länger wären. Aber geht's. Ja, man kann ja immer noch runterfallen. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man die nicht aktiviert hat. Okay. Wieso sollte ich dir glauben? Okay. Hier steht einmal nach unten. Level war kein Platz mehr. Aber gut den Platz ausgeschöpft hier. Sehr gutes Level. Spaßiges, gutes Level. Es geht weiter. Na, mach dich hier nicht unglücklich, Toad. Ja, aber ich will mich ja nicht selber verletzen. Muss ich das jetzt nochmal machen? Jetzt bringt den Lokführer um. Da vorne den Typen. Ich mach dich fertig. Oh, oben kommen immer die Pilze.
Okay, wie töte ich den? Ah. Und jetzt noch einmal. Das sind auch Funktionen, auf sowas will ich nie kommen. Man muss jetzt erstmal die ganzen Funktionen wissen. Nice einfach. Ich hole mir trotzdem den Pilz. Der hat 3 Leben. Oh, Leute, verdammt nochmal. GG. Ich habe noch nicht gewonnen. Du weißt, ich werde hier noch alles untersuchen. Oh, sieht gut aus. Kann man hier hoch? Jawohl. Mit dem Stern ins Ziel. Na, ja, ich hätte ja noch rüberspringen. Ist da noch ein Geheimnis in der Tür? Nein. Sehr gutes Level. Sogar ohne Timer, sehr gut gewesen. Thanks for playing. Also da muss ich auf jeden Fall den Wahnsinnsstempel rausholen. Auf jeden Fall ein nice Level. Also ich würde es ja sagen, wenn irgendwie, wenn mich was stören würde. Aber das habe ich nicht erwartet. Das hat mich positiv überrascht. J. Das ist schon mal falsch. Das ist ja. JF4. Ich glaube, ich muss nach Mitternacht muss ich eigentlich Dings dazu. Oder ich mache das morgen. Danke. Goldgräberkarte. Nein, wie es aussieht, habe ich das nicht gezockt. Halbautomatik. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Cards. Sammle alle Münzen 393 und erreiche das Ziel. Ach, das von deiner Level mit dem Münzen sammeln. Leute, das dauert auf jeden Fall bis Mitternacht. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Ich weiß jetzt schon, ich werde es nicht schaffen. Okay, links ist eine Münze. Ja, das war's dann wohl, ne? Muss ich überhaupt was machen? Oder muss ich nur zuschauen? Bin ich Zuschauer oder bin ich Spieler? Steht da genau alle Münzen? Ich darf keine einzige verfehlen. Ich habe eine verfehlt. Kann es sein, dass ich nichts drücken muss? Okay. Ich werde nichts machen. Ich habe nichts gemacht. Ich hätte was machen müssen. Das ist der erste Moment, wo man was machen muss. Aber der Rest macht sich von alleine, das ist schon mal gut. Ich muss einfach nur ab und an jumpen. Okay.
Mit dem ersten Jump kann ich nicht alle einsammeln. Okay, ich halte das mal fest hier. Ich will da nicht hin. So wie. Also Tipps sind gern gesehen. Oh, ich hasse so Fahrzeuge. Oder muss ich auf den Stacheln landen? Als ob das jetzt funktioniert. Ich habe aber eine Münze, habe ich. Wobei man muss ja. Weil man bei 170, dann habe ich doch schon die Hälfte gehabt. Tipp, nicht sterben. Danke, Henny. Danke für diesen Tipp. Immer wieder gern. Hey, dafür bist du da. Okay, ich muss die Stachel nicht von unten treffen, sondern von rechts. Ohne Jumpen bist du höher bei deinem Trampolin. Das heißt, nichts drücken. Okay, das heißt. Ah, okay. Muss aber noch wissen. Leute, das ist doch perfekt. Nicht reingehen ohne die Münzen. Ja, man muss einfach nur lernen, wann man was drücken muss und wann. Das heißt, bei dem Trampolin nicht drücken, bei dem einen Jump, beim zweiten Jump, der danach kommt. Oh, sieht doch gut aus hier. Ja. Oh, das war zu spät, ne? Muss man zweimal schnell drücken. Irgendjemand spielt Pokémon. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Kart-Level gespielt habe. Das hat in Mario Maker nichts verloren. So, jetzt zwei schnelle Jumps. Ich schaffe den zweiten Jump nicht. Leute, noch 20 Minuten. Und wir haben ja noch zwei Level, ne?
Das ist das einzige Kart-Level, was ich gebaut habe. Oder wieder aufgehört. Ja, also beim Abspringen nicht zu spät. Beim zweiten Mal eigentlich auch nicht zu spät. Nee, dann doch später. Später abspringen. So, das sammelt man so auf. Wieso auch immer ich jetzt getroffen wurde. Ich verstehe hier dieses Timing nicht. Ich verstehe das Timing. Muss ich perfekt abspringen, wenn ich genau über den drei Donuts bin? Oder früher, später? Und ich weiß nicht, was danach passiert. Ich hasse Card Level. Werden die mich jetzt wieder treffen? Nein. Ich bin zu spät. Oh, Progress. Ich mach das jetzt so fertig. Okay, was erwartet mich hier? Ach, da muss ich's. Meine Güte. So, aber das macht man hier alles ohne Card. Man kann das Card auch verlassen. Aber ich muss alles einsammeln. Ich will auf jeden Fall mal das Ende sehen, wo das Ende ist. Jetzt noch mit dem Bosskampf. Ich glaube, ich werde dieses Level nicht beenden. Wobei, so wenig Münzen habe ich ja nicht. Wie viel sind das? Ein großer, zwei kleine? Da hast du dir aber was hier ausgedacht. Jetzt 10 Stück haben wir gefehlt. Ja, schwierig ist es wirklich alle zusammen. Ich muss nicht alle sammeln. Oder ne, die 30er Münze habe ich eben gesammelt. Die dritte 30er. Also die hier unten.
So, der erste Jump, easy. Soweit ich weiß, habe ich keine einzige Münze jetzt verpasst. Ach, ich war klein. Okay. Kann das sein, dass ich die eben auch nicht hatte? Dass ich die verpasst habe? Ich muss es nicht beenden. Natürlich muss ich das beenden. Okay. Hier ist nichts versteckt. Ja, außer wenn du jetzt irgendwie ein, zwei richtig heftig versteckt hast. So, hier darf ich nicht sterben. Wieso gibt es denn eigentlich diesen Weg hier? Ach, die... Okay, Reset. Okay. Kann das sein, dass ich das eben viel besser hinbekommen habe? Okay, wenn ich runterfalle. Wie habe ich das eben hinbekommen? Wieso kriege ich das jetzt nicht hin? Warte noch 13 Minuten. Die Bullet Bills haben aber ein scheiß Timing, wie es aussieht. Versuchen noch früher abzuspielen. Okay. Schnell durch, schnell da durch. Funz doch ganz, ganz gut. Hab endlich A Link to the Past, den ersten Dungeon unter 34 geschafft. Nice. Ich habe übrigens beim Eispalast habe ich den Bombenjump geschafft. Damit erspare ich mir, glaube ich, nochmal 5-6 Minuten. Warte mal, welche war das jetzt hier? Ist eigentlich ganz easy, also wenn man weiß, wie er funktioniert, wenn man weiß, worauf man achten muss, macht man den eigentlich ganz, ganz gut. Okay, ich muss, glaube ich, einfach noch ein bisschen... Da
glaube, ich darf nicht warten. Ich muss direkt dahin. Das kann nur mir passieren. Das kann doch nur mir passieren. Nee, irgendwann werde ich das schaffen. Ich habe noch 2 Minuten offiziell. Töte sie alle. Oh. Also meine Augen tränen die ganze Zeit. So, kaputt machen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Über den Boss kannst du überjumpen. Ich versuche da nochmal drüber zu springen. Auf diesen Block zu landen. Das Level hier. Nochmal einsteigen, bitte. Sonst habe ich doch alles geschafft. Danach habe ich auch alle Münzen gesammelt. Oh, nice. So. Außer du hast irgendwie 1, 2 ganz ekelhaft versteckt. Hier ist noch einer. Egal, wenn ich einen Hit nehme. Hier gibt es eh Power-Ups. So, das könnte dauern. Aber ich denke mal, ich habe jetzt alle Münzen. Ja, noch in 59 Sekunden. Aber Schwert Level 4 und Silberpfeile, ne? Ja, ich kann hier zwar drüber jumpen. Was macht der Kumpel da oben? Also deinen letzten Boss, ne? Oh, hier ist ein Leben. Oh, jetzt bitte nicht versagen. Toad, das Volk schaut zu. Du musst gewinnen. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast echt so heftige Münz-Challenges hier. GG. Das macht mich erster. Normalerweise ist Henny der Erste, aber diesmal war ich der Erste. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Kart, mit den Jumps und alles. Aber irgendwann hatte ich das raus. Danke, Bruce. Du bist immer so nett. Du sagst immer, wenn du nicht möchtest, dann musst du das nicht schaffen. Doch, ich muss. Da bin ich ehrgeizig. Das kriegst du ein Undurch. Das war auch eine Qual. 7 Minutes. Aber schön, dass du auch hier Link to the Past zockst, ne? Okay.
Das ist weg. Das ist geschafft. Das ist für seine Ehre. Haben wir noch eins? Ich würde mal sagen, ihr werdet doch danach nicht Level einsenden, oder? Ich werde das jetzt so machen. Denn ich habe die Macht, ich bin der König und ich schließe die Queue. Ach, wir haben noch so viel Streams, noch so viel Zeit, wir müssen nicht alles auf einmal verpulvern. Aber wir haben noch ein Level, oder? Ein Level ist noch in der Queue. Fünf Minuten noch. Ich bin Schweizer, die sind immer höflich. 5 Minuten, next. Oh, jetzt. Der Hype wird real. Wer macht denn hier nochmal? Wer macht das Horn? Na gut, ich weiß, wer das Horn nicht macht, weil einer kann es nicht. Aha, boah. Null King Coins, ja, das ist. Ich möchte das Horn, Leute. Der Hype ist real. Oh, heute noch ein Follow bekommen. OPLP1, danke für den Follow. Der König bedankt sich. So. Wo, da haben wir das Horn. Oh, Bruce hat das gemacht. Ich glaube, das Level werde ich gar nicht so schnell schaffen in der Zeit. 2 VF. Ich habe so viel geschrieben, dass mir fast die Nachricht irgendwie. Oh, Leute, The First Castle. Okay. Okay, wir machen das so, dass wir. Okay, mein Lieblingsteil. Das wäre schon mal nice. In Zukunft kann ich die Dinge einfach aufheben. Okay, das war nicht so gut. Okay, dann halt nicht. Kann man Spin-Jump auf den Dingern? Da werde ich erwischt, da werde ich erwischt. Da werde ich erwischt. Immer gut aufpassen. Nach dem Update erstmal Level bauen, aber selbstverständlich. Nein! Oh verdammt, ey! Ich möchte mich einmal zutiefst entschuldigen. Alles perfekt und dann kann sich der Typ nicht festhalten. Kannst du nicht ein bisschen mehr wie Tarzan sein und dich festhalten? Egal, durchjumpen. Ich hasse es, wenn es perfekt läuft und dann sowas. 3 Minuten, 2 Minuten. Und danke für deine Statistik, Hussi. Du hast ja bei meinem Run. Hast ja alles nochmal aufgeschrieben. Ich mag den vierten Dungeon am liebsten. Schade. Beziehungsweise den dritten Dungeon. Den habe ich so schnell geschafft. Mit dem Schmetterling. Nein! Schnell da durch. Schnell da durch. Ja, ich bin zu schnell. Ist unten was? Unten ist der Tod. Den Skelettwald, ja. Der ist so easy. Der war so kompliziert als Kind. Den schafft man locker in 4 Minuten. Also 4:30 auf jeden Fall.
Hey Leute, wir haben einen Checkpoint gesehen. Wieso jetzt so schlecht? Last minute. Nicht, dass sich das Spiel gleich schließt. Sie ist auch manchmal hier. Boah, ruhig. Jetzt weiß ich wenigstens wohin. Und jetzt halte ich bitte fest. Halte ich einfach nur fest. Oh, 8 Zuschauer. Danke an alle, die dabei sind. Das ist echt fies. Aber danke für den Checkpoint. Aber das ist echt fies. Es ist 0 Uhr. Das ist echt fies. Das ist echt fies. Ach, wieso? Wieso töte ich denn überhaupt? Nein! So sieht der Tod aus. Mann. Warte mal, wenn ich jetzt eh hier bin. Okay. Es könnten überall Secrets versteckt sein. Rein da. Update? Fragezeichen. Zuerst das Level, mein Herr. Zuerst das Level, die Queue ist zu. Sie ist geschlossen. Ne, das habe ich nicht gesehen, das ist. Nicht weinen. Weine nicht, mein Kind. Ihr könnt ja schon mal updaten und ihr könnt schon mal Level bauen, alles kein Problem. Ich genieße noch hier die alte Version. Das werden eh alle zeitgleich updaten. Ah, muss ich die umbringen? Okay, es gibt einen Trick immer. Oh, nice. Aber unten warten, bis er runterspringt. Okay, das ist nein, das. Oh, ein Pilz. Ich bin gesegnet. Nein, bleib ruhig. Na, ich brauche mehr Schwung. Nein, mach es richtig, Tod. Mach es verdammt nochmal richtig. Brauche ich nicht. Checkpoint, bitte, Checkpoint. Natürlich kein Checkpoint. Aber der Gegner sollte easy sein. Tja. Sowas esse ich zum Frühstück. Auch ein nices Level, also alles, was so ein bisschen Abwechslung bringt, Herausforderung, sehr, sehr nice, gefällt mir auch. Nee, sogar Rekord. Was haben die anderen gemacht? Wobei, ich bin auch ganz oft gestorben. Das kann man schneller. Okay. Danke auch für dein Level, sehr, sehr gut. Schlagwörter? Ne, keine Schlagwörter hier. Das habe ich, glaube ich, noch nie verändert. Das ist mir jetzt auch egal. WoW. Smiley und Posten. Ja, und damit haben wir über vier Stunden, wie ich das machen wollte. Q ist leer. So, auch ein nices Level.
Müsste ja theoretisch, wenn ich das jetzt anmachen. Was ist mit dem Update? Ich dachte, ich muss es beenden und wieder starten. Oder muss ich die Switch nochmal? Wo ist das Update? Ich habe mich eingelegt. Weiß ich nicht. Oh, ein Wasserlevel. Nicht mit mir. Es wäre ja nice gewesen, jetzt nochmal das Update mitzubekommen. Was ich ganz gerne machen möchte, ist vielleicht nochmal so ein vernetztes Spiel. Also mit meinem Volk zusammen. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Das wird auf jeden Fall nochmal zusammen zocken. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr nice. Dass wir das nochmal als Volkstag machen zusammen. Also nicht nur Mario Kart 8, sondern auch das. Ninja Speedrun würde ich ganz gerne nochmal machen. Ja, aber Japano-Zeit, warte mal. Ja, wir sind ja... Hey, dann müssten wir aber längst drankommen, weil wenn bei denen Mitternacht ist, müsste es ja bei uns irgendwie 12 Uhr Mittag sein oder so. Oder 14. Und wenn die es schon gehabt haben, dann müssten wir es auf jeden Fall jetzt schon haben. Das ist ja nicht so, dass sie im Westen sind, dass du sagst, okay, bei denen ist es erst jetzt 12 und wir müssen jetzt nur 8 Stunden warten. Das heißt, die sind im Osten. Die haben das schon. Naja. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit einem Update. Ein richtig hammergeiles Update. Ich weiß nicht, wann ich darauf reagiert habe. Nach 2 Stunden, 2,5 Stunden oder so. Und jetzt kann ich auf YouTube eine Reaction hochladen. Sensationell. Also ich finde das Update finde ich Weltklasse, super gemacht. Hi. Selbstens TV. Schönen guten Morgen, würde ich sagen. Moin, moin. Wenn du so vorbeischaust. Jetzt haben wir uns alle echt drauf gefreut und jetzt kommt das nicht, ne? Ich erwarte von jedem Einzelnen, ja, Henny, Pussy, OP, LP, Bruce. Ich möchte von euch fertige Spiele haben, ja? Ich möchte königliche Spiele. Das wird der Hammer. Also ganze Spiele von euch zu spielen, das wird der absolute Hammer. Warte auch auf das Update. Ja, wollen wir jetzt warten, bis wir anfangen zu faulen? Könnte locker bis 12:30 oder so warten. Ja, aber wir wissen ja nicht, wann es kommt. Wir wissen es nicht. Wird gemacht, mein Herr. Die erste Welt ist bereits durchgeplant. Nice. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Ich habe mir auch gedacht am Anfang, ich mache voll die geilen Level und alles, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss erstmal die ganze Mechanik verstehen. Man muss wissen, was man alles einbauen kann. Und erst dann kann man starten. Und man braucht Zeit. Also meine Level haben immer 4-5 Tage in Anspruch genommen. Und irgendwann dachte ich, was? 4-5 Tage bist du an einem Level? Gibst es frei und dann kriegst du irgendwie nur deine 20 Durchläufe, vielleicht ein Herz oder zwei Herzchen. War ein bisschen Depri, hatte ich keine Lust mehr weiterzumachen. Und dann wollte ich einfache Level machen. So richtig easy Level, schöne Level. Habe ich aber bis heute nicht gemacht. Ich bin schon dabei, die Level zu bauen. Die Sachen werden später eingefügt. Wann kam denn eigentlich das Update, das Video? Ist das schon länger bekannt? Weil die letzten Wochen so im Pokémon waren, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe auch gerade jetzt angefangen, nach der Trailer-Analyse einen Boss-Rush zu bauen. Leute, tobt euch aus, macht die Level aber bitte fair. Nicht so viele Trolls. Macht sie fair, setzt faire Checkpoints. Macht die knackig. Abwechslung muss rein. Das wurde erst heute bekannt gegeben.
So kurzfristig? Das ist aber heftig, ne? Heute raushauen und dann... Deswegen habe ich das nicht mitbekommen, weil ich unterwegs war die ganze Zeit. Ich habe heute etwas später angefangen. Ich glaube, 7:45 oder so. 7:50. Habe ich alles nicht mitbekommen. Bitte beenden Sie das. Also, was ich Donnerstag zocken wollte, wo ist das? Wo sind Sie? Donnerstag wollte ich zocken. Hier. Auf dem letzten Platz. Super Mario Bros. U Deluxe. Habe ich noch nicht gezockt. Da ich eh in diesem ganzen Mario Maker Fieber bin, dachte ich mir, okay, dann spiele ich mal die zwei, einmal die Mario und die Luigi Edition. Das würde ich ganz gerne durchzocken. Bisschen schön, auf entspannt. Und dann passt das schon. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, kein Animal Crossing. Der erste Streamer ohne Animal Crossing. Ich kann da tausendmal, glaube ich, reingehen. Vielleicht muss man die Konsole wirklich neu starten, weiß ich nicht. Weil normalerweise wird das Update direkt angezeigt. Man muss gar nicht reingehen. Man kriegt direkt eine Nachricht. Update verfügbar, soweit ich weiß. Ich habe auch kein Animal Crossing, ich finde es langweilig. Ich habe es nie gespielt. Kann ich nicht beurteilen. Ja, ich weiß nicht. Ja, dieses Gestalten und Sachen pflücken und anbauen und keine Ahnung was. Ist, glaube ich, auch für kreative Leute. Also nicht nur Level bauen ist für kreative Leute, sondern auch so Leute, die irgendwie die Insel designen möchten und irgendwie Häuser bauen und keine Ahnung, was man da alles machen kann. Auch da können sich Leute kreativ austoben. Aber das wird irgendwann, glaube ich, monoton und langweilig. Das spielt man, glaube ich, für sich eher. Privat. Ich werde es mir auch irgendwann mal angucken, aber nicht jetzt während des Hypes, nein. Weil ich möchte eh alle Spiele für die Switch, ich möchte alles ausprobieren, alles testen, weil die letzten Titel habe ich nicht so alle mitbekommen. Ich habe mir auch die Wii U habe ich mir zu spät gekauft. Gebraucht, gekauft, die ganzen Spiele dann noch bekommen und alles. Und dann kam die Switch mit den ganzen Remakes. Mann, Mann, Mann. Jetzt spiele ich lieber die ganzen Remakes. Ich glaube, das wird heute nichts mit dem Update. Aber ich werde jetzt so schnell die Level gar nicht machen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich warte jetzt, bis das Update kommt. Wenn das jetzt irgendwie heute oder morgen kommt, kann ich Donnerstag immer noch Mario Maker streamen. Wenn das Update dann nicht kommt, dann was anderes. Morgen nach dem Schlafen ist das Update da. 8 Uhr morgens oder so. Ich denke mal 8 Uhr morgens. Steht das irgendwo? Schade, dass sie das nicht irgendwie dazu geschrieben haben. Europa, irgendwie, keine Ahnung, 8 Uhr morgens. Im asiatischen Raum irgendwie schon Mitternacht oder jetzt keine Ahnung was. Amerika, 12 Uhr oder so. Es gibt noch keine feste Uhrzeit. Ach so, okay. Ihr seid alle davon ausgegangen, wenn da 22 steht, dass es dann direkt ist. Ja, aber nicht überall ist Mitternacht. Nicht. Also im Westen? Wahrscheinlich, weil in Japan ist es schon der nächste Tag. Bei uns erst jetzt und im Westen kommt das noch. Ich glaube, die machen das erst, wenn auch im Westen der neue Tag ist. Das heißt in 8 Stunden. Oder in 12 Stunden. Weiß ich nicht. 8 Uhr morgens, 12 Uhr mittags. Und dann irgendwann. Irgendwie so. Weiß ich ja nicht.
Ihr könnt es aber kaum erwarten, ne? Find's komisch, wenn man dieses Level hier schafft, das Intro-Level, man bekommt nichts dafür. Noch nicht mal Achievement oder sowas, dass du sagst, okay, du hast irgendwie das Intro-Level geschafft. Hier hast du ein Kleidungsstück oder sowas. Das ist echt bitter. Oh, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bruce, dir auch gute Nacht, habe ich gar nicht gesehen. Also wenn ich was nicht sehe, nochmal schreiben und sagen, hier König, mach die Augen auf. Ich mache jetzt auch aus, also was, das wird jetzt nicht mehr, es wird nicht passieren, Leute. Es wird nicht passieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mario Maker mit dem neuen Update. Und ich freue mich schon auf die Level, ich freue mich schon auf die Spiele, auf die fertigen Spiele, auch wenn es etwas länger dauert. Ja, Henny, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt Nachtstream bis morgen? Was soll man wieder machen? Ich muss morgen eh noch arbeiten, das bedeutet, ich bin frühestens 17, 18 Uhr zu Hause. Dann kann ich reinschauen. Oder ich nehme die Switch einfach mit. Und setze mich da hin und naja. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall hier an Henny, der Erste, und auf jeden Fall Henny, der Zweite. Dann an Ex-Dil-Buck, Bakaya 1975 und an OPLP1. Danke für die 4 Follows. Danke fürs dabei sein, danke für die ganzen Level und für die Unterhaltung und alles. Da werde ich mich einmal auf jeden Fall bedanken. Hat heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz, ganz guter Level. War auf jeden Fall gut. Hat mir ganz gut gefallen. Richtig geiler Stream. Und jetzt schicke ich euch mal ins Outro. Bekomme ich ja noch ein Danke. Mit Herz. Und auf jeden Fall gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal. Euer König. Tschüss. Einfach mal ausrasten, weg mit denen. Hätte ich eben auch machen sollen. Als ob genau das jetzt passiert ist. Ich werfe nie wieder Bananen nach vorne. Ich werde Bananen nie wieder nach vorne werfen. Ha! Nicht mit mir. Reinigungsfirma Luigi. Wir reinigen ihre Teppiche. Der Aufzug oder. Naja, der Hund möchte, dass wir da oben durchgehen. Nein, als ob! Wieso bin ich. Wie viel war das? Noch nicht mal eine halbe Sekunde? Wieso bin ich nicht länger. Immun. Na, ey, das kannst du auch klippen. Klipp doch alles. Dann schießt da so ein Ding da raus. Überall sind Gefahren. Behalten.
Jetzt muss ich wieder die Peitsche benutzen. Nein, sie ist nicht. Oh. Leute, schaltet ab. Schaltet ab. Ist ja auch ein nices Level, also. Ein Herz hat's ja schon bekommen. Jetzt nur noch schaffen. Okay, wenn ich hinten bin, geht's vielleicht besser. Jawoll! Der König hat geschafft. Kniet alle nieder vor dem König. Der König kümmert sich um alle. Der ist einfach voll. Das Ding fällt nicht normal nach unten, sondern wenn man unten ist, dann hakt es so einmal. Ich schwör, das ist so. Nein! Es ist unfair! Oh nein! Also manchmal sind die so schnell. Ey, bei diesem Desaster, den kann ich doch nicht verteidigen. Unfair, Wario. Sehr, sehr unfair.